Der im Jahr 1956 gegründete internationale Robert-Schumann-Wettbewerb wird seit 1963 in der Geburtsstadt Schumanns in den Fächern Klavier und Gesang ausgetragen. Am gestrigen Nachmittag wurden die Teilnehmer, Juroren und Gäste auf dem Hauptmarkt begrüßt und am Abend fand im Konzert- und Ballhaus Neue Welt das Eröffnungskonzert statt. Locker und bunt bot sich der Hauptmarkt gestern dem Betrachter. Schüler des Robert-Schumann-Konservatoriums umrahmten die Begrüßung musikalisch. Oberbürgermeisterin Constanze Arndt begrüßte die Gäste. Vielen Dank an Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass Sie sich auf den Weg in die Geburtsstadt Robert Schumanns gemacht haben, um diesen Wettbewerb mit Leben zu füllen. Ich bin mir sicher, dass das wird Ihnen gelingen, uns mit Ihrem Gesang und Ihrem Spiel zu verzaubern. Mein besonderer Dank gilt Ihnen, liebe Juniorinnen und Junioren. Sie haben nun die verantwortungsvolle Aufgabe, das Können der jungen Künstlerinnen und Künstler zu bewerten. Eine Aufgabe, die viel Kompetenz, Fingerspitzengefühl und auch Kondition erfordert. Ich wünsche allen Gästen eine wunderschöne Zeit in Zwickau, dort, wo Robert Schumann vor 214 Jahren das Licht der Welt erblickte. Nachdem auch der Leiter des Robert-Schumann-Hauses, Thomas Synowczyk, die Gäste begrüßt hatte, zog die Oberbürgermeisterin den Anfangsbuchstaben, mit dem die alphabetische Auftrittsreihenfolge beginnt. So. Ist ein bisschen wie bei der FIFA, wenn die It's a bit like with a football competition. Also, der magische Buchstabe ist das L. The magic letter is the L. Und damit war der offizielle Teil beendet. Ortswechsel. Circa 2 Stunden später trafen wir am Konzert- und Ballhaus Neue Welt ein. Das Foyer war bereits voller Gäste. Auch ehemalige Bürgermeister der Stadt Zwickau waren gekommen. Ja, einen wunderschönen guten Abend, Frau Dr. Lewey. Schön, Sie heute hier zu treffen. Und Sie sind nicht alleine gekommen. Nein, ich bin heute mit meiner Mutter da, aber wir sind ja auch Stammgäste im Robert-Schumann-Haus, weil wir also nicht nur kunstinteressiert sind, sondern eben vor allem auch große Musikliebhaberinnen sind. Und Sie, vielleicht stellen Sie sich mal vor, Sie können ja eine bewegte Geschichte vom internationalen Robert-Schumann-Wettbewerb erzählen. Ja, ich bin schon von Anfang an, war ich immer bei diesen Robert-Schumann-Wettbewerben. Das hat mir immer sehr große Freude gemacht. Und dann war ich mit meinem Vater noch, wo Anne-Rose Schmidt-Preisträgerin war. Und seitdem bin ich regelmäßig mit hier und es macht mir Riesenspaß. Wie finden Sie das, dass junge Leute aus der ganzen Welt hierher kommen? Das finde ich ganz wunderbar, ja. Heute endlich wieder live und in Farbe der internationale Robert-Schumann-Wettbewerb hier in Zwickau. Wie finden Sie das? Wir sind Stammgast, ja, könnte man so sagen. Ja, wir freuen uns enorm, dass wir hier wieder dabei sein können. Es sind ja ganz viele junge Leute aus der ganzen Welt, die hierher kommen, die das auf eigene Kosten machen. Eine tolle Sache, ne? Das ist eine ganz tolle Sache. Wir sind immer wieder begeistert und verfolgen das Ganze schon seit Jahren und sind begeistert dabei und sehen, wie sich diese Jugend entwickelt. Und nun ist es ja auch so, da steckt ja ganz viel Engagement der Macher, der Organisatoren dahinter. Und hier gerade der würdige Rahmen ist ja die neue Welt. Wie finden Sie das? Die neue Welt, schon immer wunderbar. Ich bin ja Zwickauer Kind. Das heißt, wir genießen diese schönen Terrassenzahl und wir genießen jetzt Robert Schumann. Ich bin seit 1956 dabei. Da war also ein Schumann-Wettbewerb und freue mich über jeden, der kommt und die wunderbaren Menschen, die uns das vortragen.
Leo Soberski, Sie hier zu treffen, aber heute nicht als Dirigent. Ja, stimmt. Kleines Kontrastprogramm. Heute früh habe ich schon gearbeitet. Wir proben, sind in den letzten Zügen auf der Zielgeraden für Classics unter Sternen. Und heute Abend diese wunderbare Veranstaltung, Eröffnungskonzert des Schumann-Fests. Ja. Die Bedeutung dieses internationalen Schumann-Wettbewerbs, es ist schon eine hochkarätische Geschichte, stimmt's? Ja, auf jeden Fall. Also der Wettbewerb, das ist Champions League, auf jeden Fall. Und das Schumann-Fest an sich ist ja auch immer in allen Veranstaltungen, nicht nur zum Wettbewerbsjahr, sondern immer eigentlich das wert, sich vieles anzuschauen. Das Programm des Festes ist riesig. Dieses Mal natürlich ganz besonders. Wir haben ja dann auch nächste Woche die Ehre, dann die Preisträger zu begleiten. Naja, aber heute erstmal finde ich schön, also wir tun hier was für den dirigentischen Nachwuchs, die Chordirigenten, die hier bundesweit ausgesucht worden sind und so fantastisch betreut worden sind. Ich war auch teilweise bei den Proben von Howard Amen, ist ja ein ganz großer und da haben wir auch mit dem Orchester auch was mitgenommen, auf jeden Fall, und das war ein schönes Projekt. In Vertretung von Staatsministerin Barbara Klepsch war Franziska Brech gekommen. Ja, heute der internationale Robert-Schumann-Wettbewerb, endlich wieder nach 8 Jahren Pause. Vor 4 Jahren war es pandemiebedingt eine Online-Konferenz oder eine Online-Schaltung. Und Sie sind heute gerne in Vertretung von Barbara Klepsch hierher gekommen. Vielleicht stellen Sie sich erst mal vor, und es ist eine tolle Sache, dass das heute stattfindet. Ja, in der Tat, ich bin wirklich gern gekommen heute nach Zwickau in Vertretung von Barbara Klepsch, die natürlich alle Teilnehmerinnen des Wettbewerbs und auch alle Besucherinnen und Besucher und ganz Zwickau herzlich grüßen möchte. Ich selbst bin Franziska Brech, ich bin Geschäftsbereichsleiterin im Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus und verantwortlich für den Kunstbereich unter anderem. Es ist ja so, dass weltweit junge Solisten, Musiker hierher kommen. Wir haben es gehört, auf eigene Kosten. Also Zwickau zieht. Also Zwickau ist international in diesen Tagen. Und das ist doch eigentlich eine tolle Sache, was hier in Sachsen eigentlich so passiert. Das ist richtig. Also Zwickau ist ein wunderbares Beispiel für viele Orte in Sachsen, wo Kunst und Kultur gelebt wird, wo Kunst und Kultur eine Tradition hat. Und dass Kunst und Kultur und Tourismus auch zusammengehören, zeigt eben genau das. Es kommen Menschen aus vielen Teilen der Welt, um eben hier Erfahrungen zu sammeln, sich mit Menschen zu treffen, sich auszutauschen und wie heute gemeinsam zu musizieren. Das ist doch was Wunderbares. Ich denke, wir wünschen uns heute einen wunderschönen Abend. Ihnen alles Liebe, alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank. Nach den Eröffnungsreden von Oberbürgermeisterin Constanze Arndt und Franziska Brech begann das Eröffnungskonzert. Die Bühne musste bis weit in den Saal hinein erweitert werden, sodass die über 100 Mitglieder des Projektchores, bestehend aus der Zwickauer Chorvereinigung Sachsenring, der Robert-Franz-Singakademie Halle Saale, des Symphonischen Chores Hamburg und die Clara Schumann-Philharmoniker Plauen-Zwickau plus Solisten Platz fanden. Ein durchaus beeindruckender Anblick. Mit Vom Pagen und der Königstochter Opus 140 von Robert Schumann begann das Konzert, und mit ihm war der Wettbewerb nun offiziell eröffnet.